was immer nötig ist. Avengers Endgame. Thorsten, sprechen wir über Endgame. Was können wir darüber sagen, ohne zu spoilern? Verdammt wenig. Also zum ersten Mal habe ich selten einen Film gesehen, wo man wirklich so aufpassen muss mit den Spoilern. Also weil irgendwie ab Minute 3 geht es ja schon ab, dass man irgendwas verraten könnte, was allen anderen das Vergnügen versaut. Was kann man sagen? Ich finde es erstmal fantastisch, dass das funktioniert hat, was Marvel oder Disney sich vorgenommen hat mit diesem gesamten Multiversum. Diese Reise, die vor 11 Jahren oder so begonnen hat mit Iron Man 1, das jetzt doch zu einem wirklich stimmigen Ende zu bringen. Also zwischendurch hatte ich echt meine Zweifel, wie verbindest du das alles? Vor allem mit Spider-Man, der ja eigentlich lizenztechnisch bei Sony liegt und dann so halb reingrätscht und so. Aber sie haben es großartig gemacht. Also lange Rede, kurzer Sinn, sie haben es echt geschafft. Mir kamen diese 3 Stunden echt richtig schnell vor. Was auch daran lag, dass wir wahnsinnig viele Charaktere gesehen haben. Ich darf jetzt nicht sagen, welche, aber es waren ein paar. Wir haben wahnsinnig viele Charaktere gesehen und die waren alle sehr, trotzdem sehr ausgezeichnet. Ja. Also man hat sehr viel Tiefgang gehabt. Mehr als in anderen Filmen, ne? Also auch, finde auch mehr als in den anderen Avengers-Filmen hat man, haben sie in kurzen Episoden es geschafft, mehr Tiefgrund in die Person reinzubekommen. Tiefgang. Ja. Was ich auch spannend fand, war, wie sie es geschafft haben, diese 3 Stunden, glaube ich, kurzweiliger zu machen, ist, dass du hast ja schon so ruhige Passagen und auf einmal wurde es ja wieder actionlastiger. Und mich hat es am Anfang, hat es mir ein bisschen Ohrweh getan, weil der Sound so laut war. Aber ich finde, das hatte ich auch so ein bisschen aus der Lethargie rausgenommen. Weißt du, was ich meine? So mal ein bisschen beschleunigt. Ich war in keiner Lethargie. Du warst nie in der Lethargie? Nein. Gut, ich war zwischendurch, dachte ich mir, so ein bisschen könnte jetzt wieder. Und dann kam es aber auch. Perfekt gesetzt. Okay. Also ich war, glaube ich, die ganzen 3 Stunden so richtig unter Strom gesessen. Gut. Ich habe jede Sekunde absolut aufgesaugt. Ich fand es wirklich, also es war ein sehr krasser Film, aber ein sehr guter Film. Ja. Dennoch bin ich natürlich traurig, dass es quasi das Ende schon hart, ne? Der Avengers. 11 Jahre, das ist schon krass. Ja. Du konntest dich quasi verlassen, wie bei Star Wars, ob man das jetzt mag oder nicht, dass irgendwie jedes Jahr so ein Film rauskommt. Ja. Ne? Du siehst sie immer wieder. Dr. Strange hat ja in Infinity War gesagt, es gibt Millionen Wege, wie das Ganze mit Thanos ausgeht, aber nur einen richtigen. Und ich glaube, das haben sich auch die Macher dieser Saga gedacht. Ja. Und das war der einzige Weg, das enden zu lassen. Ich würde, was ich gerne wissen würde, das ist verdammt schwierig, ja, so wie sie es enden lassen, hatten sie das schon ganz am Anfang im Kopf? Weißt du, was ich meine? Das würde mich auch interessieren. Das ist, oder ist es so eine Entstehungsgeschichte? Haben sie irgendwann, haben sie irgendwie so, saßen sie da mit ihren Starbucks-Kaffeebechern, so stelle ich mir das vor, wenn sie da ihre Drehbücher schreiben, und hatten auf einmal die Eingebung, what the fuck, das ist voll geil, wir lassen das so enden. Oder hatten sie es von Anfang an? Weil manchmal, so kurz denkst du, vielleicht hatten sie es grob auf dem Schirm. Es sind halt super viele Hints drin. Ja, schon. Und zwar auch in allen Filmen davor. Ja, genau deswegen. Also, das ist so. Man muss sich schon, finde ich, es gibt keinen einzigen Film, den man vorher auslassen kann. Man muss sich wirklich all diese Filme angucken. Captain Marvel kann man auslassen, behaupte ich jetzt einfach mal. Einfach knallhart rein. Du musst von Captain Marvel nur die Cutscene sehen, die ganz zum Schluss kommt, damit du checkst, warum sie wieder auf der Erde ist. Ja. Und den ganzen Film meines Erachtens, der ist obsolet, finde ich. Es ist eine schöne Hommage an Stan Lee, ich finde ihn aber wirklich, es braucht meines Erachtens nicht so wirklich. Ansonsten finde ich, dass Endgame, bevor wir jetzt in die Spoiler-Review einsteigen, dass Endgame alles in allem, ja, wir gehen auch später noch auf ein paar Schwächen ein, aber dazu müssen wir den Film genauer besprechen, Endgame alles in allem ein sehr gutes Ende dieser Saga ist. Wie ich allen gestern aufgezwungen habe, mein Lieblingszitat, das ist, ich weiß nicht, wie habe ich es ja schon gesagt, kennt ihr diese Herr-der-Ringe-Szene, wo der Aragorn kurz bevor er quasi auf das Tor von Mordor zustimmt, sich umdreht, alles ist still, also der gesamte Ton ist runtergefallen, er sagt, für Frodo dreht sich um und stimmt los. Und genau dieses Gefühl hatte ich halt auch bei diesem Film, sogar zweimal, und das sagt eigentlich alles, weil ich glaube, das ist unangefochten einer der geilsten Filmmomente aller Zeiten, dieser Herr-der-Ringe-Moment. Und wenn du das halt irgendwie reproduzieren kannst, dann hast du es eigentlich geschafft. Ganz losgelöst von irgendwelchen Sachen, die wir nachher kritisieren würden. Dieses Feeling, dieses Gänsehaut-Feeling hast du, und das ist einfach geil. Das
war nicht nur Gänsehaut, also ich finde, dieser Film hat alles gehabt. Nee, alles. Du man hat gelacht, ja. man hat geweint. Also ja. neben mir die eine, die hat richtig geweint. Also die hat zwei Tempos gebraucht immerhin. Ja. Ich konnte mich gerade so zusammenreißen. Nee, war auch total verflennt danach. Also ja. wirklich, also ja, ja. ganz klassisch. Und es waren einige. Ja, ja, es hat auch viele, so gesehen. Ne? Also es hat ein paar Menschen echt bewegt. Ich muss sagen, es gab eine Sache, da war es bei mir auch ganz knapp davor. Seit ich Vater bin, ist es ein bisschen schwieriger. Eine Stelle ist schon... Shit, das ist schon bitter. Okay, ich bin gespannt, welche Stelle bitter. Das ist. Dann bin ich wohl ein bisschen hart gesottet. Ja. Ich war zwar auch, also ja, ich habe schon gedacht, ja, jetzt könnte ich schon weinen. Ja, aber ich habe es wieder einsorgen können. Ja, ich hab dann gedacht, vielleicht machen wir danach noch ein Video. Da wollte ich einfach nicht meine Wimperntusche ruinieren. Das war aber auch der einzige Grund, weswegen ich mich zusammenreißen konnte, glaube ich. Dennoch würde ich sagen, dass aus diesem ganzen Zusammenspiel würde es für mich 5 von 5 Popcorn-Tüten ja. ergeben. Ich gebe normalerweise nie, egal wo, Maximum, weil ich das irgendwie nie mache, aber da hast du vollkommen recht. Das ist einfach, wie gesagt, das ist dieser für Frodo-Moment, wie ich ihn nenne. Und dafür hat er es verdient. Das ist ein wunderbarer Abschluss einer großartigen Kinoidee, 11 Jahre lang so enden zu lassen. Großartig. Ja. Finde ich super. So viel Info für euch. Wir steigen jetzt. Also jetzt, das ist wirklich der große Hinweis, jetzt steigen wir in die Spoiler-Review ein. Also bitte abschalten, falls ihr keine Spoiler haben wollt. Sachen hat man im Trailer gesehen, das Zusammentreffen mit Thanos. Wie sie es dann allerdings gelöst haben, dass es zu diesem Zusammentreffen kommt, fand ich eigentlich ganz cool. Meinst du das erste Zusammentreffen oder? Nee, ja. das war mir zu flach. Das erste Zusammentreffen, ja. wie sie da einfach nur, also da kommt erstmal Captain Marvel. Ja. Und die schon so groß im Trailer angekündigt ja. wurde. Und ich habe heute Morgen in einer anderen Review gesehen, da hat es geheißen, ja, und sie gibt den Impuls, dass die losgehen. Finde ich nicht. Sie kommt nee. Halt dahin und sagt so, oh, ja. Eigentlich ist sie nur ein Klugscheißer. Ja. Also, ja. Ja, und ich glaube, sie kann halt auch die ganze Situation nee, nicht richtig einschätzen. Sie ist ja auch nicht dabei gewesen, was nee, passiert ist und so. Eben, ne? sie kommt zwar ursprünglich von der Erde, aber irgendwie hat sie halt den Anschluss verpasst. Wo wir aber auch schon den ersten Logikfehler hätten. Ne? Ich meine, ja. sie müsste doch mitbekommen haben, sie ist quasi im gesamten Universum ja. der Avenger, ja. Und Thanos hat ja nicht nur auf der Erde, der hat ja das ja. gesamte Leben im Universum halbiert. Mhm. Wieso kriegt sie das nicht mit? Also, wieso braucht sie diesen Pager? Wieso... Ich denke, sie ist so mega das meta-imbare Superviech. Was hat sie da gemacht? Ehrlich gesagt glaube ich, dass sie das noch in einem zweiten Teil von Captain Marvel... Meinst du? Weil sie dann klären, was sie da so macht währenddessen? Ja. Oh, noch ein Film mit Brie Larson. Großartig. ja, sie ist so ein bisschen speziell. Und es ist durchaus zu Recht, dass manche Leute ein Problem mit ihr in dieser Rolle haben. Am furchtbarsten fand ich, glaube ich... Den Haarschnitt, oh mein Gott. Ja. Also ich meine, ich möchte jetzt wirklich nicht nur das auf ihr Aussehen reduzieren, aber dieser Kurzhaarschnitt. Ich weiß auch nicht, was das sollte. Irgendwie. Vielleicht, also witzigerweise, dieser Kurzhaarschnitt sieht ein bisschen aus, ich habe ja davor noch meine nerdigen Avenger-Bücher gesehen. Wie der Original Captain Marvel. Wie der Original Captain Marvel. Und dann verstehe ich nicht, warum macht ihr das? Erst macht ihr eine Frau in die Rolle, also erst macht ihr Miss Marvel zu Captain Marvel, was ja okay ist heutzutage. Ja, ist okay. Aber warum verpasst ihr dann oder warum hat sie dann den Haarschnitt von... dem Original-Captain Marvel. Ja, das verstehe ich halt nicht. Das ist halt auch so. Es sah einfach doof aus. Ja. Es sah wirklich doof aus. Ja. Es war vor allem wie so eine schlechte Perücke. Also ich glaube nicht, dass ihre Haare abgeschnitten nee, hat. Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube, das ist so eine ganz schlechte Perücke. Ja. Und wir haben so viel Budget in diesem ganzen Film. Und mein Gott, hätten sie halt ihre Haare lang gelassen. Genauso wie sie hat in Captain Marvel immer, wenn sie losflitzt da ins Universum, ja, was weiß ich, auf, ne? hat sie diese komische ja. Maske auf mit, ja. mit dem Kamm Hero, hier oben ja. raus. Ja. Und das hat sie nicht. Ja. Also während sie dann, also ja. sie fliegt ja los und rettet auf einmal Tony Stark, wo ich auch sagen muss, da hat so ein bisschen die Erklärung gefehlt. Ja. Also bekommt sie das woher mit? Weiß sie das, ja. dass er genau da ist und ja. kann ihn dann retten? Ja. Das ist so ein bisschen, ja okay, die Post-Credit-Scene bei Captain Marvel weist darauf hin, dass sie zusammentreffen. Aber wo wissen denn die anderen das her? Ich meine, er ist ja gestrandet. Ja. Das ist das Problem. Ne? Eben. Was ich ganz gut fand, ist, dass sie nicht eine zu große Rolle bekommt. Ja, das stimmt. Dürfen wir ja sagen, weil es ja nicht Spoiler ja. Sondern sie kommt tatsächlich nur so kurz vor, wie es sein muss, eventuell. Das stimmt. Also ich hatte am Anfang auch Schiss, als ich Captain Marvel gesehen habe, habe mir gedacht, meine Güte, das ja. ist ja wirklich Captain Marvel und der ist so vergleichbar auf Superman-Niveau wahrscheinlich. Ja. ja. Also unfassbar ja. genau. stark und alles. Das macht irgendwie so Schiss, dass wie lösen sie das in dem Film? Mhm. Sie lösen es gut, allerdings die Schattenseite davon ist ja auch, es ist auch albern, dass sie sich nicht wirklich mehr einmischt, ja, weil sie könnte es halt einfach so lösen wahrscheinlich, ja. Sie könnte wahrscheinlich, ja, ja.
Sie könnte genau das einfach alles so lösen, ja. Weil sie hatte, glaube ich, auch so, also ich weiß jetzt nicht, im Film kommt es so ein bisschen rüber, als sei dieser Antrieb Tesseract-Energie, das heißt, die ist sogar auch selbst ein bisschen mit diesen Infinity Stones verwandelt, also nicht im Original, aber in den Film kommt es so rüber, das heißt, eigentlich hätte sie das alles viel schneller lösen können. Und dafür, dass sie dann wieder weg ist, klar, die Erklärung ist ein bisschen plausibel. Sie muss halt auch das Rest des Universums irgendwie schützen, aber es hat einen sehr faden Beigeschmack. Was auch für mich ein absoluter Gänsehautmoment war die Schlacht. Also wie die dann tatsächlich, ja, wie die aufeinandertreffen. Das war ein wahnsinniger Animationsaufwand. Ja, das war bombastisch. Was ich, da sind auch so Kleinigkeiten, die mir gefallen haben, so wenn die, die Miss Pott kommt mit ihrem Anzug und so und wie schön das harmoniert. Der hat dann so weiblichere Nuancen, was ich in dem Fall echt cool fand. Mhm. Und vor allem, wie sie auch im Zusammenspiel mit dem Tony Stark dann da interagiert und diese ganze Choreografie wieder, die sah wieder so schön durchdacht aus. Das war wieder großartig. Mir ist jetzt kein Fehler aufgefallen, der irgendwie rückwirkend auf einen alten Film passiert wäre. Also jetzt sagen wir mal von der Zeitreise und sowas unabhängig, aber es gibt jetzt irgendwie das, zum Beispiel, dass Captain America diesen Hammer auf einmal, dass er den Thor's Hammer würdig ist, das haben wir ja schon mal angedeutet bekommen. Ja. Und all diese kleinen Sachen, die schon mal angedeutet wurden, haben sie sehr schön wieder aufgenommen. Fand ich sehr schön. Also das ist auch zum Beispiel mit dem so Nuancen, das war irgendwie klar, dass Tony Stark ein Kind hat und sowas. Das sind alles so, wenn du ihn fünfmal angeschaut hast, die Filme davor, dann merkst du diese Nuancen und freust dich, wenn das wieder aufgegriffen wird. War das die Stelle, wo du emotional geworden bist? Nicht mit dem Kind. Zum Schluss, als er... Ja, genau. Ganz zum Schluss? Ja, ja. Klar, das ist hart, Mann. Wenn der sich verabschiedet so, das war schon heftig. Das war wirklich heftig. Also vor allem, weil Tony Stark ist ja echt ein Charakter, also im Prinzip... richtig geil eigentlich, dass der von Robert Downey Jr. gespielt wird, weil Tony Stark ja auch so ein Charakter ist. Der hat, glaube ich, die epischste Heldenreise hinter sich. Vom ersten Iron Man bis hin zu Avengers Endgame. Ja. Ein Charakter, der wirklich teilweise auch durch seine sehr impulsive Art und was weiß ich, Fehler gemacht hat, sich aber auch diese Fehler eingestanden hat. Und diese Geschichte zu Ende zu... Ja. Ich habe gerade schon wieder Gänsehaut, also während ich es erzähle, das war richtig geil. Die haben das ja auch richtig geil gemacht, aus dem ersten Iron Man bis jetzt zum Schluss, wie du es gerade schon gesagt hast, aber auch mit seinem posttraumatischen Stresssyndrom, dass er diese Atombombe ins Weltall geschleppt hat, dass er diese Last auf seinen Schultern hat und all die ganze Sache. Und auch wenn man sich überlegt, nochmal anschaut, wo der Schauspieler davor war. Ich meine, der war irgendwie ewige die Drogenexzesse. Ja. Kommt frisch aus dem Entzug. Yep. Und mit Iron Man startet er durch und kommt wieder zurück auf die Bühne. Ja. Lebt aber mit dem Iron Man sozusagen ja auch wieder so ein bisschen so eine, boah, voll der Partymensch, der Drogen konsumiert und sonst was. Und dann, das ist schon geil, ne? Das ist so ein bisschen seine Story irgendwie. Voll. Das ist, also vor allem, ich finde es so geil, dass sie diesen Charakter genommen haben und dass das die tragende Figur ist. Weil sie hätten es ja auch genauso gut mit Captain America machen können. Ja. Gerade die Amerikaner, die dazu neigen, diesen schmalzigen National-Epos da vorzutragen, hätten ja alles mit Captain America, der hätte sich ja perfekt dafür angeboten. Ja. Aber nein, gut, sie nehmen den Multimilliardär, ist auch Amerika. Aber trotzdem, sie nehmen ihn, das ist halt schon geil. Ja, und ich muss sagen, so schön sie die Geschichte von Tony Stark zu Ende erzählt haben, stimmt, so sehr hat mir das bei Captain America... Ja. Ich bin nicht der größte Captain America-Fan, ich auch nicht. Muss ich dazu sagen. Das ist aber so, das hat er nicht verdient. Nee, weil das war kein würdiges Ende für ihn. Also ihr müsst euch vorstellen, man hat diesen 3-Stunden-Film. 3 Stunden. Ja. Und dann so kurz vor Ende fällt ihm so auf, oh, Captain America, müssen wir auch noch irgendwie zu Ende erzählen. Und dann passiert das Ganze in 3 Minuten. Ja, das finde ich auch. Ich finde es, gerade vor allem, weil man ja vorher noch während in den 70ern ist, sieht man ja, wie er sie sieht und man kann sich ja schlussfolgern, das hätte man schöner machen können. Irgendwie eine schönere Wiedersehensszene oder er hätte einfach mehr verdient, der arme Kerl. Ja. Das ist... Also außer, dass er einen knackigen Hintern hat. Was thematisiert wird im Film. Ja, aber ich fand es, also ich habe es nicht, der Tony sagt, er hat ja keinen knackigen Hintern. Ant-Man sagt, er hat einen knackigen Hintern. Ja, aber ich finde, er hat echt keinen in dem Anzug. Also da gibt es andere Anzüge, wo es ja besser ist, oder? Ich finde im Allgemeinen, dass Chris Evans ziemlich knackig ist. Vor allem im Gegensatz zu Thor. Ich fand Thor mega sexy, ohne Spaß. Ich fand das geil. Es hat mich fertig gemacht. Ich fand das so. Der heißeste Mann auf Erden. Genau deswegen, weil alle, die ich kenne, alle... Mädels, die diese Filme gesehen haben, finden ihn so geil. Und dann denke ich, ja, ist er auch, stimmt ja auch. Der kommt gleich nach, wie heißt der, Aquaman? Die stehen für mich auf einer Ebene. Ja, weil ich eher auf blond stehe. Okay, gut. Aber wie auch immer, ich fand es so geil. Ich fand es so geil, dass der Typ mit einem versifften Pulli, verfilzten Haaren und einer Bierdose die meiste Zeit in der Szene ist, mit einer Bierdose. Der Gott, das finde ich einfach so geil. Und ich bin absolut, absolut positiv überrascht von Scarlett Johansson. Bin ich ganz bei dir. Die ich
muss ich echt zugeben, ich mag sie nicht ich besonders, auch nicht. Weil ich einfach finde, dass sie irgendwie nicht so die krasseste Schauspielerin ist. Und dann gibt es da, ich krieg schon wieder Gänsehaut, dann gibt es da bei Endgame diese eine Szene, wie sie einfach nur da sitzt, fertig. Dieser rausgewachsene Ansatz. Dieses halb geschminkte, ja. Ne? Das macht es halt ja. Auch irgendwie aus, glaube ich, dass sie einfach normal irgendwie aussieht ja. Und nicht so wie so ein Püppchen. Eben, genau. Sie sieht mal richtig, ja, so wie man halt aussieht, ja. Wenn man irgendwie gefühlt seine ja. Ganze Familie ja. Verloren ja. Genau. Hat. Und dann sitzt sie da und isst ein Brot und weint dabei. Und es klingt völlig banal, diese Szene. Er hat für mich absolut nee, das, ich bin ganz bei dir. Das war ein sehr starker Moment. Wirklich richtig sehr stark. Ja. Da habe ich echt mal so gedacht, wow, warum spielt sie nicht öfter so? Ja. Warum sonst immer diese, oh, ich bin so sexy, ich bin so stark, ich bin so russisch in dem Fall, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Vielleicht, ja, vielleicht hat sie auch die falschen Rollen immer genommen oder so. Oder es gibt ja, also es gibt ein paar Filme oder zwei, jetzt einen fällt mir nicht ein, den anderen wüsste ich, Matchpoint, wenn den irgendjemand kennt. Da ist sie super, da spielt sie, finde ich, sehr gut im Vergleich zu dem, was man sonst immer kennt. Aber ja, Captain America hätte ein besseres Ende verdient und hatte sogar technisch gesehen irgendwie wahrscheinlich 2 Minuten mehr mit seinem Ende als Black Widow. Mhm. Aber das von Black Widow nimmt mich dann doch mehr mit. Mehr, viel mehr. Als das andere. Das ist so, weiß nicht. Ja. Kommen wir zu dem größten Kritikpunkt, die Logikfehler. Oh ja, die sind katastrophal. Das ist halt echt traurig. Also das wäre fast ein Abzug einer Popcorn-Tüte gewesen, dass da einfach so Logikfehler drin sind, die man natürlich nur checkt, wenn man jetzt irgendwie so voll der Nerd ist. Sie machen es ja ganz witzig, um vorne wegzugreifen, sie machen sich ja selbst darüber lustig. Ja. Sie zitieren die ganzen Zeitreisefilme, die es so gibt und sagen, und damit könnte man auch meinen, okay, es ist ihnen in gewisser Weise scheißegal, ob sie logisch sind oder nicht. Hm. Sie machen das jetzt einfach der Story halber. Könnte man dem Film zugute halten, aber ich finde es einfach trotzdem zu verwirrend, weil so viele Dinge passieren, die einfach neue Stränge aufmachen, theoretisch, wenn man alles, was man kennt, von der Zeitreisenlogik her ist, irgendwie, ja, Loki entkommt auf einmal in dieser Szene und so. Das ist halt hart. Also, schön ist dieses Zurückreisen zu alten Schauplätzen. Ne? Das ist natürlich großartig, irgendwie nochmal die alten Filme sehen und reinkommen. Das ist schon cool. Vor allem, wenn man sie ja dann doppelt sieht. Ja. Wo dann auch einer der schlimmsten Logikfehler passiert. Siehst du, du bist nicht so ein großer Nerd wie ich und du wusstest, dass das eines der schlimmsten Zeitparadoxen, ich gehe einfach mal davon aus, das schlimmsten Zeitparadoxenfehler, die man machen kann, ist, dass sich Captain America ja doppelt begegnet, unter anderem. Und sich sogar schlägt. Und sich berührt und schlägt. Ja. Und, hat mich fertig gemacht. Ich kann nicht mehr dazu sagen, das geht eigentlich gar nicht. Nee. Es ist ja eigentlich auch so, wenn Nebula sich selbst erschießt, sogar ihr Vergangenheits-Ich, dann müsste sie ja theoretisch gar nicht mehr sterben. Existieren. Aber das ist hat mich auch vor allem, weil sie ja diese, sie machen ja diesen Strang auf. Also sie machen auch teilweise was richtig, zum Beispiel reist der Nebula auch in die Vergangenheit und dann hat das Vergangenheits-Ich Nebula, weil ja das Original da ist und die sich irgendwie ein Netzwerk teilen, warum auch immer, haben das dieselben Erinnerungen, was ja logisch ist. Ne? Ja. Das ist ja in gewisser Weise okay nachvollziehbar, weil sie existieren beide. Bis dahin ist völlig fein. Ja, aber wenn du diese Logik in die Zukunft überträgst, müsste sie aufhören zu existieren, wenn sie ihr Vergangenheits-Ich erschießt. Absolut. Beziehungsweise eigentlich müsste sie aufhören zu existieren, sobald ihr Vergangenheits-Ich in die Zukunft kommt. Weil dann nämlich dieser ganze andere Strang gar nicht funktioniert. Aber das ist... Weil sonst, haha, könnte man ja auch Black Widow retten, indem man zurückreist und halt die alte Black Widow wieder in die Zukunft holt. Ja, genau. Aber die ist ja einfach tot. Das ist auch unlogisch. Da sagen sie, die den Soulstone geopferten, kannst du gar nicht mehr zurückholen. Ja, aber Gamora geht. What? Ja, aber Gamora ist ja dann quasi, die dann auch geholt vor. Aber das geht scheinbar nicht mit der Widow, oder wie? Ja, also, sie haben ja noch genug Pim-Teilchen und dieses Teil. Sie könnten das doch alles machen. Ja. Ah. Dieses super emotionale Zusammentreffen von Spider-Man und Stark. Das heißt, der Pubby, ne? Das war schon. Fand ich auch cool. Ja. Black Panther ist mir ein bisschen untergegangen. Ja, yep, absolut. Fand ich bitter. Weiß ich nicht. Panther als einzelnen Film fand ich super geil. Das war einer meiner liebsten Marvel-Filme, weil ich dieses ganze Wakanda richtig geil finde. Aber da fand ich so ein bisschen... Ja, stimmt, es passt eigentlich schon. Das wäre zu viel gewesen. Ja, weil wenn du den auch noch gezeigt hättest in dieser Ausführlichkeit. Ja. Na. Wen ich richtig geil fand und sehr positiv überrascht war, war Ant-Man. Ja. Ich bin richtig froh, dass ich mir einen Tag vorher nochmal Ant-Man und Wasp angeguckt habe. Auch wenn du ihn schlecht fandest, den braucht man tatsächlich, den braucht Film. Man. Den der ist essentiell wichtig, dieser Film. Ich finde den nicht schlecht, ich finde den nur im Vergleich nicht so stark. Ja, aber ich finde es krass, dass der so entscheidend ist. Weil davor kannst du sagen, okay, du kannst dir auch nur die Avenger-Filme oder nur die beiden anschauen, aber wird schwierig, wenn du den nicht gesehen hast. Mit diesem Quantum Realm und so einem Spaß, das wird echt hart ohne das. Alles in allem, starker Film. Ja. Der auf jeden Fall von uns eine Empfehlung bekommt im Kino, auch wenn ein paar Schwächen da sind. Nee, ich bin echt jemand, der auf so Schwächen rumreitet, aber der war so episch. Ja. Scheiß auf die Schwächen, das war echt geil. Ja.
Also geht ins Kino, guckt ihn euch an. Auf jeden Fall. Und ja, ich bin gespannt, welchen Marvel-Film wir dann als nächstes besprechen. Das wird wohl irgendeine Origin-Story sein. Oder Guardians of the Galaxy 3. Das kann auch sein. Die sind ja jetzt mit Thor unterwegs. Richtig. Der hoffentlich wieder ein bisschen... Nein, Mann! Nein, ich will keinen dicken Thor. So geil, Thor, Mann. Alles klar. Den könnte ich jetzt endlich cosplayen. Ja, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Gerne. Ich möchte dazu einfach nichts sagen. Nee, ist okay. Technik-Tor. Nein, oh Gott. Ich möchte nicht weiter drüber nachdenken. Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euch hat dieses Video gefallen. Ihr habt noch eine andere Ansicht dazu. Irgendeine, ja. Fandet Tor genauso großartig wie ich. Oder genauso schlimm wie ich. Dann schreibt es in die Kommentare. Genau, in die Tasten. Abonniert. Ich glaube, eine neue Endkarte ist hier, die Abonnenten oder da. Egal, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Abonniert einfach. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dann. Ich dich nochmal mitnehmen.